Das Verlangen nach Änderung. Doch sind die Fesseln des hiesigen Systems für manche noch zu straff, um sich zu befreien. Nur gemeinsam können wir die Fesseln der Unterdrückung sprengen. Wir zeigen den Einzelnen, dass sie nicht allein sind. Wir machen Krach, sodass die Obigen zittern werden. Wir sind laut, sodass die Obigen uns hören und ängstlich erschauern. Wir sind wenige. Entschuldigung. Die Obigen sind wenige. Wir sind 99%. Wir sind viele. Hier und auf der ganzen Welt. Irgendwann kamen die auf die Idee und haben dann festgestellt, das wäre ja gar keine Scheibe, das ist eine Kugel. Das Problem an der Kugel ist, die halbe Welt steht dann immer auf dem Kopf und ich habe manchmal den Eindruck, es ist sogar mehr als die halbe Welt, es ist die ganze Welt. Wenn wir mal, ich bin kein Christ, ich glaube an diese ganzen Religionen nicht, die haben relativ viel Unheim über das gebracht, aber wenn wir mal in die Bibel reingucken, steht da eigentlich drin, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung ist, aber das ist er schon lange nicht mehr. Der Mensch selber ist hergegangen und hat sich da so ein bisschen abgeschafft. Die heutige Krönung der Schöpfung ist nämlich nicht mehr die natürliche Person, sondern wir haben uns was geschaffen, das nennt sich juristische Person. Und irgendwie ist eine juristische Person, zum Beispiel die Deutsche Bank oder RWE oder sowas, heute viel mehr wert als wir hier alle zusammen. Das ist eine Geschichte, die müssen wir uns nicht gefallen lassen. Das ist auch eine Geschichte, die dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ich bin der Meinung, unbedingt da müssen wir also mal ran und müssen das mal ändern. Das darf der alte Verhältnis hergestellt werden. Danke. Ich will keine große politische Rede schwingen, denn wir alle wissen, dass hier irgendwas verkehrt läuft. Leute, glaubt nicht, was in den Nachrichten läuft und was in den Zeitungen steht. Ihr müsst euch im Internet erkundigen. Ja? Wir sind alle hier erschienen und viele von uns ganz alleine, obwohl wir 2, 3, 4, 500 Friends bei Facebook haben und alle diskutieren über Politik, aber kein Arsch bewegt sich hierhin. Ja? Wir müssen uns alle zusammentun und erst wenn wir alle zusammenhalten und alle auf die Straße gehen, erst dann können wir etwas ausrichten. Erst wenn wir alle auf der ganzen Welt zusammenhalten, erst dann können wir das ausrichten. Ich bin kein sehr großer Redner, nur ich möchte jetzt mal die Sache mit der Polizei erstmal beiseite lassen. Das Thema, weshalb ich heute hier bin, ist einfach das Thema, es geht um mein Kind, um meine Kindeskinder. Sollen diese Kinder und Kindeskinder wirklich in einer solchen Situation, die sich von Tag zu Tag verschlimmert, wirklich aufwachsen? Das kann es nicht sein. Also wegen ein paar 10, 100 Mann oben an der Spitze, die ganze Kohle für sich einheimst. Und wir mit uns können sie es machen. Wir haben den Lohndumping. Er ist da. Die meisten sehen es noch nicht. Die haben vielleicht noch einen einigermaßen gut bezahlten Job. Doch der Lohndumping ist da. Und dagegen bin ich. Wir können uns nicht hier versklaven lassen von Geld. Ja? Tut mir leid. Also.
aus diesem Grunde bin ich heute hier und möchte es einfach auch nur in die Welt posaunen und auch den Leuten, die hier wohnen und das eventuell mitkriegen, nebenher sagen, es wird schlimmer. Spanien, Italien, das sind Vorboten. Wenn es da nicht aufwärts geht, dann geht es bei uns nur noch abwärts. Und wenn die Zange erstmal gegriffen hat, dann sind wir alle am Arsch. Also steht auf und kämpft für euer Recht. Bravo! Ich habe eben noch was vergessen. Nach der eben etwas negativen Rede gerade hier nochmal was Positives. Und zwar hatte ich die wundervolle Gelegenheit, mit René und Vicky letzte Woche nach Brüssel zu fahren. Dort waren wir auf einem Vernetzungstreffen der internationalen Protest- und Demokratiebewegung. Und es waren Aktivisten aus 9 europäischen Ländern da. Und ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und die tollen Gespräche und die tollen Begegnungen haben mir gezeigt, dass unsere Gedanken sich auch dass wir, auch ohne dass wir viel miteinander geredet haben, sich einfach Europa bzw. weltweit verbreitet haben. Und diese Sachen zeigen mir, dass es universelle Gedanken sind, dass es universelle Werte sind, dass die in jedem Land Gültigkeit haben können, dass überall die Menschen sich nach mehr Mitbestimmung, mehr Demokratie, einfach ja, nach einem besseren und würdevollen Leben sehen. Und ja, das gibt mir Mut, das ist einfach, dass wir nicht eine, so eine kleine Gruppe von Idealisten sind, sondern eine verdammt große Gruppe von Idealisten und eine globale Gruppe von Idealisten. Wie geht es weiter mit Occupy? Es wird weitergehen, etwas ruhiger wahrscheinlich im Winter, da kein Camp da ist. Wir werden versuchen, uns so gut wie möglich und so mit so vielen Leuten wie möglich jetzt wieder zu vernetzen. Es sind einige Personen und Gruppen wirklich von der Bildfläche zunächst mal verschwunden gewesen. Dort müssen wir wahrscheinlich sehr viele Gespräche führen, uns auf einen neuen Aktionskonsens fürs Frühjahr einigen. Und damit versuchen wir im Prinzip ab diesem Aktionstag zu starten. Dazu haben wir morgen ein Vernetzungstreffen, das wird auch hier in Düsseldorf stattfinden. Da wollen wir den Grundstein für diese neue Vernetzungsarbeit legen. So, noch einmal letzte Frage, ganz kurz zusammenfassen. Ihr wart nie wirklich weg, auch wenn es in der Öffentlichkeit so aussah. Kannst du das nochmal kurz sagen? Wir waren nie wirklich weg, ganz sicher nicht. Auch wenn das Camp geräumt wurde. In der Zwischenzeit, das wird nur halt weniger Leuten aufgefallen sein als zuvor, waren wir da. Wir haben regelmäßig Aktionen gemacht, Kreidemalereien, Flyer-Verteilaktionen. Wir haben, als der ESM verabschiedet wurde und beziehungsweise das Urteil gesprochen wurde, auch eine Zeltaktion am Heinrich-Heine-Platz gehabt. Und das haben einige durchaus bemerkt, aber in der breiten Öffentlichkeit waren wir nur nicht zu sehen. Wir waren aber immer da.